Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, der Brand News Adventskalender ist auch noch am Start und möchte gerne gezeigt werden. Und wenn ihr Bock drauf habt, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 41,99 habe ich dafür hingelegt und als Abonnent der Brand News Box würde man 37,99 bezahlen. Ich habe sie nicht im Abo, ich habe einfach nur Bock drauf gehabt, gefühlt jeden Adventskalender zu bestellen, der mir irgendwie unter die Nägel kam. Keine Ahnung, unter die Finger vor allem. Das wäre irgendwie schöner. Ja, hier ist der Chancellor. 26 Türchen hat er auch bei diesem Adventskalender. Also der Family, den habe ich auch mit euch zusammen ausgepackt. Ich weiß nicht, welches jetzt eher online kommt. Weil den hier gibt es hier noch zu kaufen. Und deswegen werde ich versuchen, den hier wahrscheinlich auch zuallererst online zu stellen. Also ich habe den gekauft, den Family und den Anna-Maria Damm von Brand News. Ja, und den hier kann man, wie gesagt, noch kaufen. Schaut in der Infobox vorbei, da habe ich euch ihn verlinkt. Schön sieht er aus, sehr schön weihnachtlich, riesig, ich liebe es, wenn Food-Adventskalender einfach größer sind als meine Zukunft. Und jetzt schauen wir mal zusammen rein. Oh mein Gott, mein Freund wird ausrasten, das ist ja voll seins, ne? Abgesehen von dem Zartbitter. Schoketten Gold, Haselnuss, Kakao, Zartbitter, das sieht natürlich richtig lecker aus. Also total cool, tolle Nummer 1, toller Einstieg in die sehr weihnachtliche Zeit, ne? Das ist ein guter Anfang, ja. Ha, in der Nummer 2 geht es jetzt schon los mit irgendwelchen Riegeln. Das ist immer schön, dass die Adventskalenderpacker die reinpacken, weil es einfach ist, es reinzumachen, ne? Aber es ist halt immer so, weiß ich nicht. Es ist ein bisschen viel, muss ich sagen, dieses Jahr. Blaubeer-Cremeschnitte von Friedika. Tante Frieda, keine Ahnung. Das sieht sehr spektakulär aus. Ist bestimmt so eine Art Proteinriegel, ne? Werde ich auf jeden Fall essen, weil ich sowas eigentlich ganz gerne auch mag. Ich esse mir sowas tatsächlich auch gerne jetzt aktuell abends, ne? Dass ich mir das ans Bett stelle. Aber ja, okay. Kann man vielleicht auch so ein bisschen als Mini-Küchlein sehen. Dann ist es schon wieder okay, finde ich. Auch mit dabei ist die Nummer 3. Ich finde es cool. Das ist von Treetop die Spezi. Treetop kenne ich halt vor allem als Waldmeistergeschmack aus meiner Jugend und Kindheit. Ich habe es geliebt. Und wir haben ja auch so ein Sprudel-Ding, ne? So das Dream. Und da kann man das einfach damit reinmachen. Ist ein Getränkesirup. Und das reicht dann für 20 Gläser. Ich finde das schön, ne? Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Ist klasse. Läuft. Hier oben, ihr seht die gar nicht, ne? Haben wir die Nummer 4. Süß, die atme ich dir so weg, ne? 40 Gramm von Pringles, Sour Cream and Onion. Das ist so eine kleine To-Go-Geschichte. Ich mag die aber richtig gerne. Also auch diese Variante, also diese Geschmacksrichtung. Stinkt nachher mundtechnisch zwar sehr, aber ich mag sie sehr, sehr gerne. Die werden heute Abend gleich nach dem Dreh direkt vernichtet. Nom. In der Nummer 5, der Tag vor Nikolaus, habe ich Full Recovery Every Day The Fred. Keine Ahnung, Calm Down, Pier, das ist Birne, glaube ich, ne? Und Elderflower, die Nummer 3. Ich weiß nicht. The Vision of The Fred Drinks. Erfunden für uns, entwickelt für alle Freunde. The Fred ist unser persönlicher Begleiter im Alltag. Ob für den Tag gewappnet, um nachmittags noch einmal voll durchzustarten oder aber abends zur Ruhe zu kommen. The Fred liefert uns immer eine Vielfalt aus Pflanzenextrakten und ist zusätzlich mit wertvollen Vitaminen und Mineralstoffen angereichert. The Fred kann so dazu beitragen, unser Leistungslevel immer unseren Bedürfnissen anzupassen oder sogar zu optimieren. Ja, das ist doch nett. Das ist jetzt eher so zum Chillen mit Passionsblume, Lindenblüte, Hopfen, Melisse, Schafgarbe und Ashwagandha und Aminosäuren. Okay, interessant. Hier ist auch ein Schäfchen drauf abgebildet. Das soll dann zeigen, dass man quasi chillt. Wahrscheinlich gibt es dann auch noch die Sachen, die pushen. Da ist dann vielleicht ein Duracell-Häschen abgebildet. 250 Milliliter, hergestellt in Österreich. Hört sich wirklich toll an. Ne? Zum Chillen kann ich auf jeden Fall mal gebrauchen, ne? Nikolaus, die Nummer 6, enthält Brand-Mini-Zwiebel. Da ist was runtergeflogen. Schokovollkorn, 115 Gramm. Ja, sowas kann man auch gut zwischendurch snacken. Ob man das jetzt isst, wenn man halt erwachsen ist oder als Kind, ist eigentlich Jacke wie Hose, finde ich, ne? Weil normalerweise bringst du ja solche Mini-Zwiebacke oder Zwieback an sich eher mit Kindern in Verbindung. Ich mag sowas aber auch sehr, sehr gerne und ja, das ist toll. Das stelle ich bei uns auf den Wohnzimmertisch, dann kann man sich das einfach mal snacken. Okay, das gehört natürlich schon so ein bisschen zu der Geschichte hier Weihnachten und so, Eierlikörchen, ne? Also
habe ich damals mir tatsächlich auch gerne mit meiner Mama zusammen gegönnt. Ja, Überseerum von Pott, aus Tradition höchste Qualität, 16% Alkohol, 4 Zentiliter. Ne? Ich weiß nicht, ob auf der Homepage drauf stand, dass es mit Alkohol ist. Ich glaube schon, ne, dass es bei Brand News immer mit beisteht. Und jo, Eierlikörchen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das einfach weihnachtlich gesehen ganz gut passt. Holla die Waldfee, in der Nummer 8, die machen darf, dass es kracht, habe ich nicht nur die Sachen der 8 gefunden, sondern auch noch die ganzen Produktkärtchen, die sind da wo reingerutscht, alles klar. Und zwar haben wir hier 5 Weihnachtskärtchen. Brand News hat sich überlegt, dass es dieses Jahr eine ganz tolle Idee wäre, in jeden Adventskalender sowas reinzupacken. Finde ich jetzt so lala, ne? Es ist okay, man hat es dabei, es ist okay, es ist okay, es sind süße Karten. Ne? So ein Eisbär mit Pinguin am Schmusen ist natürlich immer eine schöne Geschichte. Und alles, was halt auch so weihnachtlich angehaucht ist, kann man gut gebrauchen, kann man dann zu Geschenken auch dazu packen oder sogar verschicken theoretisch. Ne? Also hier hast du auch die Möglichkeit, eine Briefmarke drauf zu kleben, eine Adresse reinzuschreiben. Ja, ne, aber eigentlich, ja, es ist okay. In der Nummer 9 dürfen wir uns dann wieder über etwas Stoff freuen. 250 Milliliter, 14% Alkohol von Ritmo de la Vida Garnacha. Garnacha? Garnacha. Das ist ein Wein, ne? Kraftvoll fruchtig mit verführerischen Noten von Heidelbeeren und Brombeeren begeistert dieser samtig aromatische Garnacha. Okay, okay, ja, ja. Das kannst du für gegrilltes Fleisch, also zu gegrilltem Fleisch und Gemüse und scharfen Tapasgerichten reichen. Sowas mag ich immer gerne, wenn es auch mit dabei steht, zu was es dann funktioniert, ne? Zu was es dann auch schmeckt, bei welcher Temperatur man das entsprechend reichen sollte. Finde ich cool, ne? Ja. Ein Weinchen halt. In der Nummer 10 darf es jetzt mit einem Produkt weitergehen, was einfach jetzt sehr, sehr passend ist. Es ist einfach ein Kilo Mehl. Ja, von Aurora, Weizenmehl Type 405, Klassik, ideal für Kuchen und Kleingebäck. Ich finde, man freut sich da aktuell einfach noch mal ein bisschen mehr drüber als die Jahre davor, weil die ganzen Preise am Steigen sind und man irgendwie denkt, ach ja, ne, so ein Kilo Mehl ist nie weg, kann man gut gebrauchen. Ich finde es klasse. Ich würde mich auch über Butter, Margarine oder sonst irgendwas hier drin freuen. So, jetzt habe ich hier die Nummer 11 und da habe ich was von Shea drin. Schoko Cranberry mit Granatapfel und das finde ich lecker. Da haben wir einen Riegel drin. Ja, ich habe mich eben schon angefangen, darüber aufregen zu wollen, dass hier Riegel drin enthalten sind. Aber diesen Riegel mag ich gerne. Das hatte ich auch schon mal und das finde ich sehr, sehr lecker. Ich kaufe mir solche Riegel auch immer, wenn ich bei DM bin. Deswegen, ja. Hier wird mit zweierlei Maß gemessen. Ihr merkt es, ne? Ich bin ganz schlimm. Aber den finde ich lecker. Das finde ich gut, dass der mit drin enthalten ist. Trotzdem würde ich mich natürlich mehr darüber freuen, wenn hier irgendwie Produkte drin sind, die man halt mit mehreren auch immer so essen kann. Klar, so eine Tüte Chips ist immer cooler als nur ein einzelner Riegel. Trotzdem finde ich den Riegel jetzt an und für sich ganz gut. Und wir hatten jetzt einfach so auf Dauer gerechnet auch noch gar nicht so super viele Riegel. Also es hält sich in Grenzen. Da sind andere Adventskalender, die von Foodist zum Beispiel, viel, viel mehr vollgeproppt mit Riegeln. Ja, das ist halt auch schon wieder so ein Klassiker in der Nummer 12 von Dr. Oetker. Ein Weinstein-Backpulver mit Rheinweinstein. Was? Okay, steht hier drauf. Kann ich nichts für. Und das ist Backpulver. Backpulver kann man auch gut gebrauchen. Finde ich gut, wirklich. Das ist halt auch genau wie das Mehl, halt so ein Klassiker. Ja, sehr geil. In der Nummer 13 haben wir jetzt das, was ich eben beschrien habe von Kerrygold, original irisches Butterschmalz. Es ist halt einfach 250 Gramm, ne? Von etwas, was man halt schön zum Braten nehmen kann. Ich weiß nicht, ob man Butterschmalz auch einfach auf ein Brot schmieren kann. Keine Ahnung. Ist halt Butter drin. Ja, also bestimmt kannst du das auch einfach auf ein Brot schmieren, oder? Würde ich jetzt einfach mal eiskalt machen. Die 14 ist leer. In der Nummer 15 erwartet uns ein Energy Drink von Red Bull und zwar in der Winteredition Feige Apfel Energy Drink. Belebt Geist und Körper. Ja, den kann ich ja mal ausprobieren. Soll man, glaube ich, eher weniger in der Stillzeit nehmen. Dann werde ich nur ein Schlückchen davon trinken und den Rest bekommt dann mein Freund einfach mal. Ne? Finde ich aber schön, dass wir hier als Winteredition Feige Apfel drin haben und jetzt nicht irgendwie Zimt oder so, weil das fände ich jetzt in dem Energy Drink nicht ganz so genial. Ja, in der Nummer 16 haben wir jetzt einen Riegel drin und zwar Power X System Energy Bar Joghurt Müsli Geschmack mit Vitamin B1 mit Vitamin Joghurt Müsli Flavor. Also ich werde sowas essen, ich mag sowas auch wirklich ganz gerne, aber ja, wie gesagt, ne, sollte sich halt den Adventskalender nicht allzu sehr häufen, gerade wenn man halt so einen Kavemsmann von Adventskalender hat, dann möchte ich auch große Produkte drin sehen.
Guck, siehste, sowas zum Beispiel hätte ich jetzt auch in diesem Adventskalender erwartet. Von Hohmann die Currysoße mit Ananas und Pfirsich. Hm, sowas mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Also, dass da Ananas und Pfirsich drin ist. Ne? Also, ich bin auch ein Fan von warmem Obst. Mein Freund jetzt nicht ganz so sehr. Curry mögen wir manchmal, also nicht immer. Curry ist immer ein bisschen schwierig. Aber wenn ich hier einfach so dieses Klassische sehe mit einer Hühnerbrust, Hähnchenbrust, wie auch immer. Ja, das sieht nach etwas aus, was ich gerne mag. Und die Soße machst du dir einfach ein bisschen warm und kannst die dann entsprechend mit einem gebratenen Hähnchenfleisch essen. Hm, lecker. In der Nummer 18 haben wir Kaffee drin. Das ist jetzt die Weihnachtswoche, ne? 5 bis 7 Tassen haben wir hier jeweils. Und da haben wir Kaffee Royal, Crema, Peru, Bohnen. Insgesamt sind das 100 Gramm, also 2x50 Gramm, 100% Arabica-Bohnen. Ja, mögen wir. Ne? Wir haben Kaffeevollautomaten, deswegen können wir die Bohnen da reinmachen. Wenn man keinen Kaffeevollautomaten zu Hause hat, kann man die natürlich mahlen. Noch cooler wäre es natürlich gewesen, wenn du irgendwie ein Paket mit Bohnen gehabt hättest, ein Paket mit gemahlenem Kaffee, damit irgendwie alle auch das Produkt verwenden könnten. So, ne? Aber ja, also für uns ist es jetzt gut. Ist auch ein bisschen wie Quartett spielen hier, ne? Mit diesen ganzen Produktkärtchen. Aufregend. Ich glaube, in der 19 habe ich jetzt auch die Nummer 14 gefunden. Probier was Neues. Da haben wir so ein Notizheftchen. Da hat Brand News sich genau wie bei den Kärtchen dieses Jahr gedacht, dass es eine ganz tolle Idee wäre, sowas halt auch in die Adventskalender reinzupacken. Ich würde mich halt eher über Lebensmittel freuen, ne? Also das ist halt so, ja, okay, ist halt mit dabei. Vielleicht ist irgendwie ein Produkt nicht geliefert worden, ne? Das ist dann natürlich auch möglich, dass sie dann halt schnell reagieren mussten. Eine Bucketlist haben wir hier am Start und ansonsten halt komplett leere Seiten. Weil der Versand von dem Adventskalender hat nämlich auch ein bisschen gedauert. Also ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht was schiefgelaufen ist und dass die deswegen das halt so hatten. Keine Ahnung. So, jetzt habe ich hier auch noch die Nummer 19. Da habe ich hier von Goldbeck, kostet 2,49 Euro. So ein Täschchen, also ja, Geschenktütchen, auch sowas brauche ich persönlich jetzt nicht unbedingt in einem Food-Adventskalender. Okay, es ist mit drin, ja, wir werden sowas verwenden, aber wie gesagt, ist jetzt nicht ganz so das, was wir so präferieren würden. Und hier ist noch ein Gutschein mit am Start. Und du kannst hier auf das Boxen-Abo sparen und die Winterzauberbox für 5 Euro günstiger bekommen. Das ist natürlich nett, ne? Aber es sind halt auf die eigenen Produkte aus dem Online-Shop Gutscheine. Ja, ist okay. Oh, die Nummer 20. Ja, Baileys. Chocolate Mini Delights mit Baileys Original Irish Cream, 102 Gramm. Schade, Schokolade im wahrsten Sinne des Wortes, aktuell nicht für Claudinchen geeignet, aber ich weiß, dass wenn ich das meiner Mama gebe oder so, dass sie sich schon darüber freuen wird. Ich weiß nicht, steht hier irgendwo ein Alkoholgehalt oder sowas drauf oder ist es nur Baileys Geschmack? Ja, gefüllt mit einer Creme aus Baileys, The Original Irish Cream Likör, 45%. Ne? Das heißt, du hast hier im Prinzip 8% dann nochmal von dem Produkt an sich Alkohol. Hier steht halt drauf, für Kinder nicht geeignet, ne? Das ist bitte beachten, bla bla bla, Alkoholgehalt ist zwar unter 1%, aber trotzdem für Kinder nicht geeignet, aber dementsprechend auch für Schwangere und Stillende nicht geeignet. Und ja, schade Schokolade. So, Mentos, zuckerfrei, Peppermint, Kaubonbons, erfrischende Kaubonbons, so. Sowas können wir auch immer ganz gut gebrauchen, ne? Gerade wenn man sich dann vorher die Pringles Sour Cream and Onion reingepfiffen hat. Schön Mentos hinterher, damit man nicht so ganz so doll müffelt. Oh ja, in der Nummer 22 haben wir ein Kinder Bueno drin. Das mag ich so gerne. 2 Riegel sind das. Das ist auch total klasse. Also man fragt sich wirklich, warum kauft man sowas nicht einfach im Laden, wenn man da so Bock drauf hat. Keine Ahnung, bin erwachsen, könnte ich theoretisch, ne? Aber jetzt habe ich es hier zu Hause. Jetzt wird es nachher genascht. Die Nummer 23 enthält Milka Schoko Thins. Das ist auch total super. Das hatten wir in einem anderen Adventskalender auch schon drin. Und die schmecken richtig, richtig gut. Kann ich sehr empfehlen. Und jo, einfach mal so eine schöne, nicht ganz so gesunde Keksalternative, dass wenn Besuch kommt oder wenn man einfach mal so zum Kaffee Bock hat auf einen Keks, ist das eine gute Geschichte. Krass, wir sind schon bei Heiligabend, Leute. Hier habe ich jetzt von Manna Haselnuss Knuspino, 110 Gramm. Ja, also wir persönlich mögen diese Manna-Waffeln ehrlich gesagt nicht ganz so gerne. Ich weiß gar nicht, warum. Eigentlich sind es ja normale Waffeln. Es ist ja wie Hanuta, nur halt ohne außen drumrum dann noch diese Schokolade. Ne? Also irgendwie, eigentlich müsste ich die mögen. Aber keine Ahnung. Finden wir, glaube ich, einfach zu trocken. Das könnte ich wirklich dazu sagen. Also
Ja, deswegen machen wir die wahrscheinlich nie leer. Also ich öffne die öfters mal, wenn ich die da habe, ne, und lege das hin. Und dann isst man sich mal einen davon, aber dann nimmt man sich da nicht mehr von. Und ich weiß nicht. Ja, das wird auf jeden Fall weiter wandern. Aber das wäre jetzt Heiligabend und jetzt haben wir noch zwei Kläppchen vor uns. Zum einen verbirgt sich hinter der Nummer 25 von Niceria oder Niceria Crunchies Erdnüsse in Vollmilchschokolade mit gesalzenem Karamell. Da schreit mein Name. Das hatte ich auch in einem anderen Adventskalender dieses Jahr schon drin. Ist auch super, super lecker. Ich mag gerne Erdnüsse, die jetzt irgendwie noch zusammen mit Schokolade sind. Also so M&Ms mag ich super gerne. Und wenn da noch gesalzenes Karamell mit am Start ist, ja, das ist auf jeden Fall eine richtig tolle Claudi-Kiste hier. Ja, das ist natürlich praktisch. In der Nummer 26 haben wir von Rotkäppchen so ein Riesling Trocken. Das ist so ein kleines Säckchen mit 200 Millilitern. Das ist wirklich eine gute Geschichte. Also finde ich sehr passend für Weihnachten. Ne? Da gönnt man sich halt einfach mal. Und da kommt so ein Sekt auf jeden Fall. Sehr passend. Und das ist jetzt auch das letzte Produkt aus dem Adventskalender. Und ja, ich schaue auf meinen Tisch und denke mir, ja, da haben wir schon eine schöne, abwechslungsreiche Kiste. Was das jetzt mit dem Notizheft und diesen Karten soll, keine Ahnung. Man darf nicht vergessen, dass man hier relativ viel Alkohol drin hat. Also viel, ne? Wir haben den Eierlikör, wir haben den Wein, wir haben den Sekt. Das ist halt klassisch. Und wir haben die Baileys-Geschichten, ne? Aber ja, ich sag mal, so, eigentlich ist da ein cooler Inhalt drin. Ich feiere das Mehl, ich feiere das, den Butterschmalz, süße Sachen, Backsachen. Das ist ein cooler Adventskalender und den kannst du immer noch kaufen. Schau auf jeden Fall in der Infobox vorbei, da habe ich dir den verlinkt. Und ja, dann war es das hier von mir und dem Brand News Classic Original Bla Grün Adventskalender. Wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!